So, und damit herzlich willkommen zurück zu The Journey Hunter Returns und ja, wir sind hier stehen geblieben. Ich möchte eine Sache schon mal sagen, wir werden Chapter 5, wenn wir mit Danny spielen dürfen, werden wir nicht spielen. Das ist die Hunter Journey, wir werden mit Hunter spielen. In 19 ändert sich das. Nur hier nicht. Also, Hunter. Deine Leistungen haben mich wirklich überzeugt. Ich muss gestehen, ich hatte meine Zweifel. Du bist noch jung. In einem neuen Land, der Erwartungsdruck. Hier sind schon viele Routiniers gescheitert. Ihnen fehlt einfach der Erfolgshunger für die MLS. Aber du bist da anders. Du gibst diesem Verein die Hoffnung, die Playoffs zu erreichen. Ich habe L.A. viel zu verdanken. Du hast mir immer vertraut. Und ich werde dich nicht enttäuschen. Du hast Integrität. Das haben nur wenige junge Spieler. Wäre ich mal als Spieler so gewesen. Was meinst du damit? Du warst mit Mexiko bei der WM? Als ich 34 war. Mein erstes großes Turnier. Wusstest du das? Als Teenager, in meinen 20ern, habe ich viele Fehler gemacht. Junge Talente bekommen hier zu früh zu viel. Ihre Träume platzen und am Karriereende bleibt nichts Positives. Sondern nur das Bedauern. Wer Fußballprofi wird, der muss immer wachsam sein, denn eines Tages, ohne Warnung, ist plötzlich alles vorbei, Alex. Heute müssen wir besser werden. Los jetzt! Kein Problem. Wir haben das Kennen und das Talent, jeden Gegner auszutricksen. Also mach das auch. Vamonos. Sehr schön. Das sollte eigentlich reichen für die Startelf. Ja. Super. Gut, wir wollen die Playoffs erreichen und das können wir nur, wenn wir jetzt konstant gut spielen. Und Portland hat verloren, ich werde verrückt, das ist so schön. Okay, gegen Toronto müssen wir gewinnen. Hier gibt es keine Ausnahmen, hier müssen wir gewinnen. Kein Wenn und Aber. Ich weiß halt auch nicht, wie viele Spiele wir noch haben. Das wäre ein bisschen einfacher für uns, das dann hier einzuschätzen. Aber okay. Gut. Im StubHub Center in LA. Geht's hier los? Okay. Bradley. Und ja, man könnte eigentlich ganz normal Chapter 5 spielen mit Danny. Bin aber nicht so ein großer Fan gewesen von dem Chapter. Von daher mache ich es persönlich nicht. Stand jetzt. Es kann sein, dass wenn wir da hinkommen, dass ich dann sage, okay, komm, machen wir doch, aber aktuell tendiere ich eher nicht dazu. Alexander mit dem ersten Treffer
seitdem er in der Startelf ist für LA Galaxy. Hat ja sonst nur einmal als Joker getroffen. Das ist ein zweites Saisontor. Und gleichzeitig auch ein wichtiger Schritt für LA Galaxy Richtung Playoffs. Das darf man auch nicht vergessen. Und da ist der Ball drin. Sehr schön. Durch unseren gewonnenen Zweikampf treffen wir zum 2:0. Okay. Einfach Vertrauen haben in die Mannschaft. Einfach Vertrauen haben. Schön. Ja, Bradley am Ball. Nicht am Bein. Huch! Na, morgen. Okay. Jovinko. Warum denn? Jovinko jetzt. Chapman. Kein Elfmeter. Alles gut. So, jetzt ein schönes Zusammenspiel. Schiri! Genau. So sehe ich es auch. Oh, komm schon. Ja. Ja, komm, hau drauf. Oh. Okay, Spiel ab. Ich hab doch gesagt, Spiel ab. Ich hätte ihn reingemacht. Ganz klar. Sieht doch ein Blinder. Ein Blinder hätte auch gesehen, dass das ein Elfmeter ist. Aber okay. Ja, klar. Das, jetzt hat der Schiri es ganz auf mich abgesehen. Okay, Victor Vasquez. Über den bin ich dann wahrscheinlich gestolpert. Da bei der Ecke. Aber kann anscheinend noch laufen. Das ist schon mal wenigstens eine gute Sache. 2:0. So, okay. Den Ball haben wir. Jetzt laufen wir einfach durch und machen das nicht das Tor. Ich wollte sagen, laufen wir durch und machen einfach das 3:0 und den Ball, den hauen wir in eine Latte. Ja, da haben Irvines Vordermänner nochmal Glück, weil wäre der Ball reingegangen, er hätte sie alle persönlich erschlagen. Das wäre ja
peinlich gewesen. Alexander bisher mit einer guten Leistung. Eins seiner besseren Spiele. Ist ja so eine Wundertüte, der Junge. Mal hat er gute Spiele, mal hat er akzeptable Spiele und mal spielt er in Bournemouth. Ja, das sieht gut aus. Ja, nochmal eine Anweisung hier vom Coach. Ja, wir brauchen noch ein paar Pässe. Fünf Stück. Ja, das sieht doch gut. Oh Gott. Jonathan dos Santos mit der Gelegenheit. Aber der Ball, der geht aus dem Stadion hinaus. Ja, schönes Zweikampfverhalten. Da wollen wir nochmal ablegen. Die Vorlage bekommen, aber sei uns nicht gegönnt. Jetzt die Gelegenheit. Sieht doch schon mal gut aus. Ja, das sieht... Oh, das sah sehr stark aus, aber leider ohne Erfolg. Er stand nicht im Abseits, das war sehr gut. Ja, wir standen wiederum im Abseits. Verletzungspech und so. Ist wieder ein Spieler angeschlagen. Es verfolgt unsere Mannschaft auch wie ein roter Faden durch die Saison. Ja, das sieht gut aus. Und nein! Das kann nicht wahr sein! Das kann nicht wahr sein! Da wollte ich ihn rüber chippen. Über den Keeper chippen und dann kam nur so raus. Ja! Nein! Nein! Das ist nicht dein Ernst! Der will mich doch verarschen! Was soll denn das? Alexander. Ja. Ja, 2 Minuten Nachspielzeit. Also das Spiel ist schon gelaufen. Mit den 3 Punkten können wir mehr als zufrieden sein. Haben LA Galaxy auf die Erfolgsspur gebracht. Und gehen somit einen weiteren Schritt Richtung Playoffs. Was sehr wichtig für diesen Club ist. Sehr gute Leistung. Zum ersten Mal haben wir alle Leistungsanforderungen vom Trainer erfüllt. Hat ja auch lang genug gedauert. Alex, Spieler des Tages. Riesenleistung heute von Ihnen. Ihr Kommentar zum Spiel?
Natürlich. Naja, ich habe 10 tolle Mitspieler. Da ist der Spieler des Tages nicht wirklich verdient. Ausschlaggebend war also vor allem das Team? Absolut. Egal wie gut man ist, ein Spieler ist nur so gut wie sein Team, denn Fußball ist ein Teamsport. Im Ernst, beim Spieler des Tages geht es um die beste Mannschaft und nicht um einen Spieler. Vielen Dank für das Gespräch, Alex. Klar. Das hast du schön gesagt, Alex. Nie deine Mitspieler vergessen. Nie deine Mitspieler vergessen. Aber gut. Gut, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge von... Oh, sind wir in den Playoffs? Okay, steht anscheinend noch nicht fest, aber... Wir werden es sehen in der nächsten Folge. Bis dann, haut rein und tschüss.